Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stellaris. So, wir sind schon wieder in einem Krieg. Lag diesmal aber nicht an uns, sondern unser Verbündeter wurde angegriffen. Dem wurde der Krieg erklärt. Und wir sind nun mal verpflichtet, zur Hilfe zu kommen. Also sind wir jetzt hier. Project complete. Heimatsystem der Liga der Ersten lokalisiert. Nach intensivem Studium unserer geborgenen Liga-Artefakte haben es Wissenschaftler auf Mega geschafft, die exakten galaktischen Koordinaten von Fen Habains abzuleiten, dem Heimatsystem der uralten Zivilisation der Liga der Ersten. Wir sollten eine Expedition zu diesem System starten, bevor es uns jemand zuvorkommt. Ja, würde ich gerne, nur wenn das nicht in unserem Bereich liegt, haben wir ein Problem. Da hinten müssen wir hin. Das ist doch machbar, würde ich mal sagen. System erkunden. So, irgendwas verpasst, so System erkunden. Du kommst mal dahin. Du fliegst mal da hinterher. Brauche ich dir mein Forschungsschiff? Ich habe doch zwei Forschungsschiffe gehabt. Der ist da. Ach, der ist da, genau, der ist noch auf dem Weg. So, Zeit vorlaufen lassen. Ich hatte die Zeit mal wieder angehalten. Technological acquisition successful. Oh, neue Forschung. Oh, blauer Laser. Sicher, was das ist und was das bringt, aber so, der sollte es eigentlich alleine schaffen hier. Projekt erforschen. Oh, da ist unsere Flotte tatsächlich unterlegen. Gegenüber der Basis. Vielleicht reicht es trotzdem, aber ich würde nicht darauf wetten. Technological acquisition successful. Ne, sieht nicht gut aus. Da ziehen wir uns mal lieber zurück. So, neue Forschung. Muss aber ziemlich weit zurückfliegen. Ship augmentations completed. Executing evasion protocols. So, hat leider nicht so toll funktioniert. Spezialprojekt erforschen. Ah, ist noch nicht vollständig erkundet. Bringt auf jeden Fall ziemlich viel. Executing evasion protocols. So, ich befürchte, die anderen beiden Flotten müssen auch mal wieder mit eingreifen hier, ha?
Bergbau nach Lust und Laune. Tief in den Felsspalten auf dem gigantischen Asteroiden haben wir etwas Erstaunliches gefunden. Am Fels arbeitet eine Bergbaumaschine, die sich in die schier unendliche Tiefe des Asteroids gräbt. Die Maschine steht verlassen da und es gibt keine Anzeichen darauf, wer sie dort platziert haben könnte. Wenn wir die Maschine aufhalten können, wäre es uns vielleicht möglich, etwas über ihre Technologie herauszufinden. Dazu müssen wir uns aber beeilen, bevor sie von herabfallenden Trümmern zerschmettert wird. Versuchen die Maschine aufzuhalten. Dann machen wir das doch mal. Ich schätze mal, hier ist gemeint. Special Project complete. Beendet die Ereigniskette, das Heimatsystem der Liga der Ersten. Einigkeit erlangt 9999, Sozialforschung erlangt 2807, Einfluss erlangt 150. Okay, dann machen wir jetzt mal Synchronizität annehmen. Der flattert mal dahin. Warum kann ich die Flotte nicht verstärken? Ich kann die übrigens hier alle anheben, das wusste ich noch gar nicht. Heben wir die doch mal alle an. Auf 40. Und ich auch auf 40. So. Weiß ich nur nicht, warum ich die nicht. Kann sich die Verstärkung der Flotte nicht leisten? Okay. Warum nicht? Technological acquisition successful. So, flüssiges Metall haben wir erforscht. Sehr schön. Megalegierungsgießerei. Nebelraffinerie. Baugeschwindigkeit Planeten, Fusionsrakete, Nachbrenner. Machen wir mal Megalegierungsgießerei. Fabrikant machen aus Mineralien. So, was machen wir hier? Experimentelle Subraumnavigation. Das mal. So, ich frage mich nur gerade, warum können wir uns die das nicht leisten, die Flotte zu verstärken? Kann sich Verstärkung der Flotte nicht leisten. Was hat denn der da für eine Ressource? Was braucht denn der für eine so exotische Gase braucht er dafür? Aha. Woher kriege ich die? Keine Ahnung, richtig? Na gut, wir können ja erstmal alle verbessern lassen. So, die Flotte können wir uns auch nicht leisten zu verbessern. Ship augmentations completed. Können wir uns auch bei einem nicht leisten. Wegen diesen exotischen Gasen, da müssen wir mal ein Schiffdesign und das Design ändern.
Die kleinen fortschrittlichen Schilde brauchen exotische Gase als Ressource. Das geht natürlich nicht. Warum trotzdem noch? Leider so machen. Kann man speichern? Schiffsdesigner, muss ich ein neues machen, ja? Neue Vorlage, Korvette. Automatisch, bestes. Was machen wir jetzt? Korvette, Klasse, Korvette. Das ist ja Schwachsinn, was ich hier mache. Das ist der Blödsinn. Nicht Flottenmanager, Schiffsdesigner. Speichern. Ja. Wenn ich jetzt wieder Designs automatisch generieren mache. Löschen. Da hat er den wieder drin. Gut. So. So. Speichern. Ja. So, dann sollten jetzt eigentlich keine seltenen Gase mehr gebraucht werden oder exotische Gase mehr gebraucht werden zum Verbessern. Zum Auffüllen. Dann können wir uns das nämlich auch wieder leisten. Ansonsten müsste ich mal gucken, woher ich die überhaupt kriege. So, wollen wir mal schauen, ob wir den Krieg jetzt endlich mal beendet kriegen. Ich befürchte aber fast nicht. System Survey complete. Sind zwar im Vorteil, aber ich würde nicht drauf wetten. Projekte im System untersuchen, aber das erstmal. Na, das kriege ich noch nicht mal mein Schiff hier ausgewählt. Aber meine Flotte vielmehr. Communications Alert. Project complete.
Wir konnten die Bergbaumaschine aufhalten, bevor sie zerstört wurde. Es handelt sich um ein bemerkenswertes Stück von Maschinenbaukunst und ihre Oberfläche ist komplett mit Diamanten bedeckt. Auf den ersten Blick scheint der gesamte Bohrer aus einem Stück zu sein, aber die Maschine ist einfach derart gut konstruiert, dass man keine Fugen und Gelenke erkennen kann. Unsere Ingenieuren wird die partielle Rückentwicklung dieser Technologie gelingen. Hervorragend. So, da müssen wir zustimmen. Und dann können wir hier jetzt, interessant, können wir hier jetzt endlich mal Sternbasis bauen, ja? Communications Alert. 1800, meiner 1100, dann warten wir lieber noch einen Moment. So, was wollen die? Ja, Botschaft bauen mal wieder. Construction complete. So, sehr schön. Dann können wir hier Bergbaustationen bauen. Ship augmentations completed. Finden Sie jetzt alle da, ja? Tatsache, alle hier in dem einen System. So, das sollte jetzt eigentlich klappen, denke ich mal. Ah, ich drücke immer auf den Namen und dann will der immer, dass ich den Namen ändere. Dabei will ich den Namen gar nicht ändern. Ich versuche immer nur die Flotte auszuwählen. So. Alle wieder fit, ja? Können ja alle wieder kämpfen. Die exotischen Gase eigentlich am Markt kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kaufen? Doch, können wir. Machen wir auf 100. Machen wir weniger. Machen wir 20. Dann können wir nämlich auch wieder alles auf Automatik laufen lassen. Schiffsdesigner automatisch generieren. So, jetzt sollte es eigentlich gehen. Ein Beschluss wurde verabschiedet. Ich kriege das gar nicht mehr mit dem Markt. Jetzt müssen wir aber. Oh, kostet aber ganz schön viel, ne? Die exotischen Gase. Müssen wir ein bisschen runterdrehen. Machen wir auf 5. Aber nicht zu dem Preis. Bei 5 haben wir jetzt wieder jede Menge über, ja? Achso, das war niedrige Stabilität, ja, das ist ja die ganze Zeit das gleiche.
haben das Metall, können wir natürlich mal abbauen. Bergbaustation. So, das sollten wir jetzt rein theoretisch auch schaffen, da. Technological acquisition successful. Experimentelle Subraumnavigation haben wir freigeschaltet. Können wir hier eigentlich mal freischalten? So, unser Forschungsschiff kann schon mal hier hinfliegen. Hätten wir auch gleich dahin schicken können. Sozialprojekt erforschen. So, Sieg. Construction complete. Jetzt muss ich erstmal wieder using gucken. Recently developed technology, an already extant mining. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.